Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial bzw. Anleitung. In der heutigen Folge oder im heutigen Video werde ich mal einen kleinen Trick oder größeren Trick zeigen zum Thema Normal Map und Blender. Und ich möchte einfach mal erstmal meine Einleitung loswerden. Und zwar habe ich mir hier einen Screenshot zurechtgelegt. Das ist hier dieser Kotflügel, den ich gebaut habe für den 661er. Und wenn man da jetzt hier mal ein bisschen dran geht, dann sieht man, da ist jetzt hier, das sieht nicht so toll aus. Ne? Das sieht schon so ein bisschen wie LS13 aus. Und ja, um das Ganze einfach mal zu vergleichen, gehen wir jetzt einfach mal auf das nächste Bild. Das ist exakt der gleiche Kotflügel. Allerdings, hier ist eine Normal Map drauf. Und na, ihr wisst das, ich habe das immer schon erwähnt, Normal Maps sind wichtig, man braucht Normal Maps und nicht meckere, wenn auf dem Modell keine Normal Map drauf ist und so weiter. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Ne? So eine Normal Map an sich bringt ja nichts, es muss ja auch eine Normal Map sein, die eben den Effekt hat, den man damit meint. Und den Effekt, den ich damit meine, ist, dass die Kanten angefasst sind. Ne? Man sieht das hier zum Beispiel da, die Kante hier, ne? Da reflektiert sich das Licht. Hier haben wir so eine Kante, an der sich das Licht reflektiert. Ne? Hier überall, das sind alles so Kanten, wo sich das Licht reflektiert. Ne, das ist einfach, die Optik ist einfach ganz anders. Wenn wir jetzt hier nochmal hier hingehen, man sieht, es ist nicht nur, dass hier sich an der Kante das Licht nicht reflektiert, sondern es ist auch an der ganzen Fläche reflektiert sich das Licht ganz anders, wenn man hier vor uns zurückgeht. Der Effekt ist einfach anders. Auch hier auf der Fläche sieht man halt einfach, der Fresnel-Effekt und sowas, das hat man einfach nicht. Oh, so dicht wollte ich eigentlich nicht rangehen. Das hat man einfach hier nicht. Das ist hier einfach weg, weil man eben diese angefassten Kanten nicht hat. Ne? Das heißt, letzten Endes ist die Normal Map quasi nicht deswegen wichtig, weil es eine Normal Map sein muss, sondern weil dadurch eben man angefasste Kanten nachstellen kann. Man kann natürlich jetzt auch hergehen und kann hier in diesem Modell jede einzelne Kante im Modell ausmodden und anfassen. Das gibt natürlich dann Polys ohne Ende, ist ein Haufen Arbeit. Könnte man theoretisch auch machen, hätte man dasselbe Ergebnis. Ne? Dann bräuchte man keine Normal Map haben. Aber das ist natürlich Blödsinn, weil das ist ein Haufen Arbeit und man baut einen Haufen Polys in ein Modell rein und kann man genauso gut mit einer Normal Map machen. Nur ist aber das Problem, wie macht man so eine Normal Map? In der Regel macht man einfach das Low-Poly-Modell, das hier, dann dupliziert man das Ganze oder baut ein neues High-Poly-Modell oder man baut erst das High-Poly und dann das Low-Poly. Jedenfalls, man baut im Grunde zwei Modelle, ein High-Poly und ein Low-Poly. Das Low-Poly ist das, was nachher im Spiel sein wird und das High-Poly ist ein Modell, in dem wirklich jede einzelne Kante angefasst ist, alles komplett ausgemoddet ist und dann wird das High-Poly-Modell auf die Normal Map für das Low-Poly-Modell gebacken und dann wird eben über die Normal Map das Low-Poly-Modell so dargestellt, als wäre das High-Poly-Modell. Das ist quasi die klassische Herangehensweise und das ist natürlich ein Haufen Arbeit. Man muss im Grunde zwei Modelle bauen. Wie gesagt, in vielen Fällen kann man erst das Low-Poly bauen, dann kann man das duplizieren und kann einfach alle Kanten anfasen und ein paar Details vielleicht noch dazu machen. Das ist der zweite Vorteil von einem High-Poly-Modell. Man kann zum Beispiel Schweißnähte nachbilden oder sowas. Aber wie gesagt, das ist ein Haufen Arbeit und das ist auch der Grund, warum viele Leute das nicht machen. Man muss es können, es ist viel Arbeit, dass die Normal Map nachher wirklich gut aussieht. Ne? Das Backen von einem High-Poly-Modell auf ein Low-Poly-Modell ist auch nicht ganz so einfach, da gibt es viele Probleme und so weiter. Was ist, wenn ich euch sagen würde, dass man den gleichen Effekt, fast den gleichen Effekt, mit absolut null Aufwand haben kann? Genau das werde ich euch in dem heutigen Video zeigen und zwar geht es um den Bevel-Shader im Blender. Der macht einfach die Arbeit für ein. Es hat natürlich ein paar Nachteile mit dem Bevel-Shader. Man kann zum Beispiel, man kann keine Schweißnähte nachmodellieren und andere Details hinzufügen, sondern der Bevel-Shader macht eben tatsächlich nur das, erfasst die Kanten an. Na, da werden die Kanten also rund. Der zweite Nachteil ist, wenn ich das jetzt hier im High-Poly-Modell mache, könnte ich zum Beispiel sagen, okay, diese Kante hier, die ist nicht so stark angefasst und diese Kante hier, die ist wesentlich stärker angefasst. Na, dann könnte ich, wenn ich die Kanten alle manuell anfasse, dann kann ich das hier auch manuell festlegen, wie groß der Radius der Kanten jeweils ist. Mit dem Bevel-Shader geht das nicht, da kann man nur festlegen, dass eben für das gesamte Modell alle harten Kanten denselben Radius angefasst bekommen. Wenn man also jetzt zum Beispiel sagen möchte, okay, hier dieses Plastikteil soll stärker angefasste Kanten haben als das Metallteil, dann müsste man die Teile beide trennen und separat backen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, nur wenn man ein entsprechend großes Modell hat, dann macht man sich jetzt auch nicht unbedingt die Mühe. Aber wie gesagt, letzten Endes ist der Bevel-Shader, und jetzt kommen wir dann zum Ende der Einleitung, quasi ein Weg, wie man ein Modell, Normal Map technisch, das hier ist mit dem Bevel-Shader gemacht, Normal Map technisch 80% dazu kriegen kann, was man vielleicht mit einem High-Poly-Modell machen könnte, und es ist halt vielleicht 10% vom Aufwand, oder 5%. Und wie das jetzt geht, bevor ich allzu lange quassel, zeige ich euch. So, jetzt. Wir sind jetzt also hier in Blender und haben diesen Kotflügel vor uns. Und so schaut das ganze Teil aus. Und ja, wenn wir jetzt hier mal reingucken, ein UV-Editing, wir sehen, wir haben unsere UV-Map, ne? Wir haben eine Unique UV-Map, ne? Das ist ja das Übliche, was man braucht für ein Modell. Das sollte alles mal gegeben sein. Und jetzt kommen wir tatsächlich zur Normal Map. Und dann gibt es so ein, zwei Dinge zu beachten. Das erste wäre, dass das alles miteinander verbunden wird. Das bedeutet, dieses Teil hier macht nachher einen Abdruck auf dieses Teil hier.
ähnlich wie bei der AO. Im Grunde genau gleich wie bei der AO. Ne? Die AO wirft ja auch Schatten auf andere Teile. Mit der Normal Map ist es genau gleich. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass ich dieses Teil hier, ich mache das hier mal ganz kurz so, dass das alles hier auswählt. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass dieses. Ne, warum macht das jetzt nicht? Egal. Ich weiß warum. Einen Moment, gleich, gleich. Jedenfalls, wenn ich möchte, dass dieses Gummiteil hier zum Beispiel später in-game bewegbar ist, na, dass es sich skaliert, dann hätte ich ja, wenn ich die AO backen würde, ohne dass das getrennt wäre, hätte ich ja hier Schatten. Oder wenn ich irgendein anderes Teil habe, was sich bewegt, na, dann hätte ich ja Schatten, die dann quasi nahe da sind, wo sie nicht hingehören. Mit der Normal Map ist es genau gleich. Das heißt, alles, was sich bewegt, alles, was man in-game voneinander unabhängig bewegen möchte, muss man auch voneinander unabhängig backen. Das bedeutet, ich schnappe mir jetzt einfach mal hier diese ganzen Teil hier von diesem Gummi und so, schiebe die einfach mal zur Seite. GX1, halt, warum macht er das jetzt nicht? G, halt, ich drücke die falsche Taste. GX1. Ach, wahrscheinlich war ich hier im Moment. So, jetzt, genau. Und ich sehe, ich habe hier eine Fläche vergessen. Die kriegen wir auch noch. Jetzt aber. Hier haben wir auch noch eine vergessen und da haben wir auch noch eine vergessen. So, jetzt aber. GX1. Jawohl. Wir haben noch eine vergessen. Huch. Ich habe irgendwas kaputt gemacht gerade. Jetzt. Ich habe irgendeine Taste gedrückt. Na gut, so. Gucken wir nochmal, dass wir hier wieder alles haben. So. GX1. Schieben wir das mal beiseite. Perfekt. So. Wie gesagt, ich möchte, dass diese Teil hier später in-game unabhängig vom Rest quasi in der Breite skaliert werden kann. Deswegen packen wir das hier zur Seite. Damit sind wir jetzt eigentlich auch schon durch mit der Vorbereitung. Na, wie gesagt, wenn ihr ein Modell habt, wo bewegliche Teile sind, dann müsst ihr das eben genau wie beim AO-Backen auch auseinander trennen, dass das nicht Einfluss auf Dinge hat, die es nicht haben sollte. Ich habe gerade festgestellt, wir haben hier dieses Teil vergessen. Huch, jetzt haben wir sie in die falsche Richtung geschoben. GX1. Jawohl, passt. So. Aber wie kommen wir jetzt zu unserem Battleshader? Also. Wie gesagt, wir haben hier im UV-Editing, wenn wir uns das angucken, schon mal unsere UV. Das passt soweit. Dann gehen wir hier mal in den Shading-Tab. Und wir erstellen jetzt einfach mal, gehen mal hier drüben auf Material, gucken, dass Material drauf ist. Wir brauchen ein neues Material. Und hier in diesem Material machen wir jetzt zwei Dinge. Zum ersten, wir können das hier auch mal kurz umstellen, hier auf Rendered, dass wir das hier sehen können. So. Zum ersten können wir hier, stellen wir mal eine Farbe ein, dass wir ein bisschen was sehen. So. Ist im Grunde egal, was für eine Farbe. Hauptsache, man sieht so ein bisschen die Spiegelung und so, dass man auch erkennen kann, ob der Bevel Shader funktioniert. So, wir können auch hier Metallic ein bisschen höher stellen, ne, dass man hier so ein bisschen den Glanz ein bisschen mehr sieht. So. Ne, das ist einfach, dass man im Moment sieht man ja, dass es hier, ne, die Kante ist nicht wirklich gebevelt, das kann man ganz offensichtlich sehen. Man kann jetzt auch mal hier drüben, wir gucken uns mal dieses Teil an, der ist ein bisschen offensichtlicher, ne, dass wir hier die Kanten nicht gebevelt haben. So, jetzt gehen wir hier wieder hier runter und in unseren, ne, Node-Editor quasi machen wir einfach mal Shift A hier rein und dann müssen wir hier, jetzt ist die gute Frage, ich bin mir nicht sicher, ob der Bevel-Shader hier schon über eins der Menüs zu finden ist, weil der erst neu ist in 2.8, aber wenn wir oben auf Search eingeben und einfach Bevel eingeben, dann finden wir den. Und dann klicken wir einfach drauf und dann haben wir hier dieses Bevel Shader Objekt. So, den Output hier von Normal packen wir hier als Input rein. Und jetzt sehen wir, ist da quasi der Bevel Shader drauf, mehr oder weniger. So wirklich viel sehen wir im Moment noch nicht davon. Wir müssen jetzt erstmal hergehen und müssen hier mal mit dem Radius schauen, ob wir den Radius verkleinern müssen, dass es gut aussieht. Ja, müssen wir. Ne? Der Radius war viel zu groß. Wenn wir da jetzt hier so einen riesengroßen Radius drauf machen, dann sieht das so aus, als würde nicht passieren. Das Problem ist einfach, dass der Radius nur viel größer ist als unsere allen Modelle. Deswegen müssen wir mal gucken, dass der Radius hier entsprechend kleiner ist. Na, jetzt sehen wir, ist immer noch zu groß, es ist sehr rund. Machen wir nochmal eine 0 hin. Jetzt sehen wir, haben wir einen sehr engen Radius. Na, es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz minimaler Bevel. Wir machen es vielleicht ein bisschen größer. Jetzt sehen wir, ist der Bevel ein bisschen größer. Ne? Und sagen wir mal, machen wir vielleicht 0.4. Jetzt ist der Bevel schon ein bisschen extrem. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen zu groß. Machen wir doch wieder 0.3. Und ich denke mal, mit 0.3 fahren wir ganz gut, dass das hier ein deutlich sichtbarer Bevel ist in-game, aber eben nicht zu extrem. Da können wir ruhig mal ein bisschen rumgucken hier im Modell. Und ja, doch, das sieht eigentlich so ganz gut aus. Ne, hier drüben kann man auch sehen, ne, diese Kanten hier, dass das jetzt alles angefasst ist. Was wir dann noch machen können, wir können hier die Samples einstellen, damit stellt man quasi die Qualität ein. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ne, wenn wir die jetzt mal runterstellen würden auf 1, dann sieht das doch deutlich schlechter aus. Geht gar nicht auf 1, 2 ist das Minimum. 4 ist wohl Standard. Die Frage ist nur, ne, wie viel besser oder schlechter wird es? Natürlich, je höher man die Samples stellt, desto
mehr Renderzeit braucht das Ganze entsprechend, ja, nur vorsichtig hochstellen, beziehungsweise nur vorsichtig hochstellen, wenn ihr Probleme habt, und sonst kann man das vielleicht auch auf 4 einfach stehen lassen, habe ich zumindest bislang auch gemacht. So, jetzt müssen wir noch zwei Dinge beachten. Das erste ist, wir wollen das ja backen. Das zweite ist, falls ihr hier bei den Modifiern den Edge Split Modifier hier drauf habt, dann müsst ihr den, dann müsst ihr den applyen, beziehungsweise halt anwenden. Der darf hier nicht drauf sein. Ne? Also wenn ihr den S-Bit-Modifier verwendet, um eure harten Kanten darzustellen, ne? Die harten Kanten sind ja auch das, was letzten Endes über den Bevel-Shader gebevelt wird, dann müsst ihr den, der muss ne, angewendet werden. Ihr könnt dann natürlich das Modell danach wieder verschmelzen oder sowas und dann wieder den Edge-Split-Modifier drauf machen, weil ne, wenn das erstmal der Edge-Split angewendet ist, dann ist es ein bisschen blöd, die einzelnen Teile auszuwählen und so. Aber jedenfalls fürs Backen muss der angewendet sein. Oder ihr macht einfach ein Duplikat von eurem Modell und wendet den dafür an. Das ist ja Wurst. Ne? Also hauptsächlich die Normal Map passt. Später, wenn das Modell exportiert wird in Giants Editor, dann wird der Edge Split Modifier ja auch angewendet. Von daher, dann kommt das wieder aufs Gleiche raus. Jetzt kommen wir aber zurück zum Backen. Wie machen wir das? Erstmal brauchen wir ein neues Material und dafür machen wir jetzt hier einfach mal in unserem Node Editor hier, Shift A und dann Texture und dann Image Texture. So. Haben wir eine neue Image Texture Node, dann klicken wir hier einfach mal auf Neu, damit wir ein neues erstellen. Das nennen wir jetzt einfach mal Bake Bevel Shader Normal. Könnt ihr benennen, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr erkennt das nachher noch, was es ist. Dann die Größe. Das Problem in Blender ist, dass die Normal Map nicht keine, wie heißt das, Anti-Aliasing, kein Anti-Aliasing hat. Das heißt, dass die Kanten alle verpixelt sind. Und das bedeutet, dass man wesentlich höhere Auflösung backen sollte, als man nachher am Ende verwendet. Ich mache das jetzt hier für die Anleitung mal auf die zweifache Auflösung hier, also eine 2K-Map. Ich würde euch aber empfehlen, mindestens eine 8K-Map zu backen, einfach um dann, ne, um danach runter zu skalieren, ne, für ein LS. Jetzt hier für den Kotflügel, die Normal Map, die muss vielleicht 512x512 sein, aber ich backe jetzt als 2K und wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Rechenzeit habt und nicht auf einem uralten Laptop oder sowas unterwegs seid, dann macht da mindestens eine 8K draus, weil das einfach besser Raum kommt nachher. So. Dann haben wir hier nochmal eine Sache und zwar müsste man hier auf 32-Bit Float klicken, soweit ich weiß. Dann wird die Normal Map auch nochmal ein bisschen besser und weniger verpixelt. Könnte ich mich jetzt irren, aber ich meine, ich hätte das mal in so einem Blender häufig gemachte Fehler beim Normal Map Backen Tutorial gesehen. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, Alpha brauchen wir auch nicht für die Normal Map. Von daher. Ja, passt das so. Klicken wir auf OK. Und das ist jetzt unsere Textur. Und wichtig ist, ne, hier in unserem Node-Editor, dass die ausgewählt ist. Ne, ihr seht das, wenn man draufklickt, dann gibt es so einen weißen Rahmen drumherum, dann ist das ausgewählt. Das hier muss jetzt ausgewählt sein. Das ist also die Textur, auf die wir backen, weil die ausgewählt ist. Dann gehen wir hier runter. Wo ist es? Hier. Und da müssen wir einfach, ne, der normale steht das auf Combine, müssen wir einfach auf Normal einstellen. Ansonsten die Einstellungen erstmal soweit lassen. Ich glaube, die passen alle für den LS. Na, je nachdem, was für eine Spielengine man hat, muss man die eventuell umstellen. Aber ich bin mit den Standardeinstellungen immer gut gefahren für den LS. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist auf Bake klicken. Was ich hier machen kann, ist hier in Disk, na, das ist auch das Image-Fenster. Da klicke ich jetzt gleich mal diese Bake Bevel Shader Normal, was wir gerade erstellt haben, rein. Dann sehe ich nämlich gleich, wenn die gebacken ist. So. Ist keine Pflicht, aber dann sehe ich gleich, wenn die gebacken ist. Jetzt machen wir das einfach mal so, dass ich hier auf Bake klicke und dann seht ihr, fängt es an zu backen. Und das sagt mir jetzt, ja gut, ne, dass wir knapp 4 Minuten brauchen, um diesen Bevel-Scheide hier auf die Normal Map zu backen. Und ich würde mal sagen, in 4 Minuten sehen wir uns wieder. So, 4 Minuten später und hier sind wir. So schaut das Ganze jetzt aus. Das ist die Normal Map und ne, ihr könnt da sehen, wenn wir hier uns die Kanten anschauen, ne, die sind so ein bisschen nicht ganz so hübsch und deswegen machen wir das Ganze in einer sehr hohen Auflösung, dass wir das nachher runterskalieren können, dass es ein bisschen schöner aussieht. Und um das Ganze zu sehen, ob das auch wirklich geklappt hat, können wir jetzt hier den Bevel Shader mal runternehmen. Dann sehen wir, haben wir wieder das harte Modell. Dann machen wir jetzt immer Shift A und hier bei Vektor wählen wir Normal Map aus, machen das einfach hier mal hin. Dann können wir uns dieses Teil mal hier rüberschieben und hier das Output Color kommt hier rein und Normal Map von der Normal Map kommt hier rein. Und dann haben wir unsere Normal Map dort. Wir müssen hier nochmal gucken. Color Space Linear. Ja, das ist schon alles so eingestellt. Gut. Passt alles. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht mehr den Bevel Shader, sondern unsere Normal Map. Und wir sehen, das sieht genau gleich aus. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr über den Bevel Shader, sondern das ist jetzt tatsächlich über diese Normal Map. Die liegt jetzt hier auf dem Modell drauf.
Und die sieht so aus. Wir haben hier irgendwie ein komisches Artefakt drin. Ich glaube, ich habe tatsächlich. Ja, es sieht so aus, als hätte ich da eine Fläche vergessen. Und dann sehen wir, haben wir hier so ein komisches Artefakt drin. Aber ansonsten sieht es eigentlich alles ganz gut aus, wenn man das jetzt hier mal so anschaut. Würde ich mal sagen. Auch hier kann man sehen, da haben wir unsere schöne Kante hier überall. Und hier bei den Schrauben kann man es also ganz besonders gut erkennen, dass wir eben hier eine Normalmap drauf haben. Na, der Nachteil von der Art von Bevel-Scheide ist eben, dass man nicht bestimmen kann, wo der Bevel hin ist. Ne? Also der Bevel ist jetzt halt hier, der Bevel ist hier, der Bevel ist hier. Na, das bevelt alles so ineinander über. Und in echt ist es ja jetzt unbedingt, nicht unbedingt so, dass hier von der Unterlegscheibe zu diesem Metall nicht unbedingt ein Bevel hingehört. Ne? Deswegen könnte man sich wirklich die Mühe machen und könnte die Teile, die separat wären, wo eigentlich kein Bevel hinkommt, auch wirklich alle auseinanderziehen. Aber letzten Endes lohnt sich diese Mühe nicht, weil der Unterschied nicht so extrem groß ist. Und wenn man sich die ganzen Giants-Standardfahrzeuge anguckt, sieht man, dass die auch alle überall solche Bevel haben. Das heißt, auch die verwenden für ihre Low-Poly, High-Poly, Normal-Map-Geschichten solche Funktionen hier. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass eben auch dort alles ineinander verschwimmt. Aber wie gesagt, das sind dann hier die kleinen Nachteile dieser Art, aber wenn man das Gesamtbild betrachtet, finde ich, sieht das trotzdem wesentlich besser aus als ohne Normal Map. Und es ist eben, wie ihr seht, überhaupt kein Aufwand. Na, wenn die UV eh schon da ist, dann muss man wirklich hier nur den Shader drauflegen, Button klicken und kurz warten. Und dann hat man die Normal Map. Ne? Die speichern wir jetzt einfach hier auf Image und dann hier Save As und dann einfach abspeichern. Und dann kann man die einfach im Giants Editor auf das Modell draufladen. Und hat dann da eine Normal Map. So einfach ist das. Ja, mehr muss ich eigentlich, glaube ich, dazu gar nicht sagen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder sowas, dann rein in die Videobeschreibung damit. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit Normal Map Modellen und hoffe einfach mal, dass ihr das auch anwendet bei euren Modellen. Und in Zukunft mehr Modelle mit Normal Map zum Download kommen. Wäre zumindest ganz praktisch. Also, wie gesagt, ne, das ist, ich habe das am Anfang ja gezeigt, ne, mit diesen Bildern. Das ist einfach. Die Optik, das ist einfach, das macht einfach den Unterschied. Ne? Das sieht aus wie alles 19 und das sieht aus wie alles 13. Das macht einfach, das ist, ne, das sieht man sofort. Das ist einfach, das sieht, macht nicht viel aus. Ne? Wie gesagt, man kann auch manuell hergehen und die Kanten alle im Modell anfassen, aber das bringt ja an ihnen nichts, weil es ein Haufen Polys sind. Und jetzt habe ich hier leider den Screenshot abgeschnitten, dass man das hier unten nicht sieht, aber ne, das ist einfach, was soll ich sagen? Ne? Ich denke mal, ihr seht das auch. Ne? Ich muss das nicht erklären. Hoffe ich einfach mal, ne, dass auch ihr den Vorteil von so einer Normal Map sehen könnt. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, habe ich alles gesagt? Genau, wie gesagt, nochmal erwähnen, der Edge-Bild muss angewendet sein. Wenn ihr das nicht macht, dann sieht die Normal Map, dann habt ihr hier ganz bunte Flächen drin und das sieht einfach nicht richtig aus. Hier, wenn ihr die Image-Textur erstellt, dass man auswählt, dass es auf 32-Bit sein soll, das ist auch wichtig, dann wird die Normal Map besser. Ansonsten haben wir hier nicht genug Farben verfügbar und dann werden diese Kanten hier nicht so schön weich übergehend, sondern dann werden die Kanten sehr pixelig. Das ist übrigens ein Fehler, den ich bei meinem Eicher gemacht habe, warum ich beim Eicher nochmal neu backen muss, weil ich das damals noch nicht wusste und deswegen habe ich da lauter sehr komischen Kanten in der Motorhaube drin. Das ist also auch wichtig, um eine gute Normal Map zu machen. Ne? Also unabhängig davon, selbst wenn ihr ein High Poly to Low Poly Modell backt, müsst ihr auch das beachten. Ja, ich denke mal im Großen und Ganzen, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.